Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wir haben uns hier mal hingesetzt auf die andere Seite der Stadt, haben uns hier mal die Kamera mit einem sehr, sehr großen Weitwinkel geholt und beobachten mal ganz kurz den Intercity, der jetzt hier ausfährt. Jawohl. So, in dieser Folge zeige ich euch zunächst, was ich so im Off gemacht habe, seitdem die letzte Folge vergangen ist. Und danach werden wir uns um den Tower of London kümmern, wie bereits angekündigt. Also, gehen wir mal zum Hafen. Den haben wir in der letzten Folge ja praktisch schon mal angefangen, mehr oder weniger. Und ich habe dann schon mal ein bisschen ausdetailliert. Also, hier sind auf jeden Fall jede Menge Assets hier so mit dazugekommen. Hier noch so eine Schiffswerft. Hier noch eine Werft. Jede Menge Assets, also hier diese ganzen Container sind hier schon mal drauf platziert worden. Hier noch so ein paar Gebäude, hier diese Kräne. Hier auch noch mal so ein paar Container hier auf dem Bahnsteig. Und eine kleine Rangierlinie habe ich auch hier mal angelegt. Da fährt nämlich unsere Baureihe 203 und fährt hier einfach hin und her auf dem Gelände. Ja, noch ist alles natürlich etwas rustikal. Hier fehlen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Details, also zum Beispiel hier zumindest so ein Zaun wäre, glaube ich, nicht schlecht oder eine Mauer. Ein bisschen Gleise habe ich auf jeden Fall verlegt. Ja, und die Linie funktioniert, wie man sieht. Hier wird ordentlich viel Treibstoff verschifft Richtung Hesseneck. Achso, bemalt habe ich das Ganze natürlich auch. Hier liegt jetzt überall Asphalt. Und ich habe auch ein paar Güterwagen installiert, die seht ihr hier. Kesselwagen. So, das habe ich gemacht und ich bin ein anderes Projekt angegangen, was ich vor einiger Zeit mal angekündigt habe, da ich ja hier nämlich so wunderschöne Kirchen und Moschee-Assets habe. Ja, also ich finde, das hat was, oder? Wenn man hier so praktisch hochguckt vom Bahnhof, hier vorne eine große Kirche, da haben wir eine Moschee. Eine Synagoge habe ich nicht gefunden. Ich habe den Steam Workshop durchsucht. Aber ich habe keine Synagoge gefunden, leider. Also wenn ihr da eine kennt, schreibt mir mal gerne den Namen der Mod rein in die Kommentare. Dann kann ich die auch noch hier mit auf die Karte bringen. Ja, was habe ich hier noch gemacht? Ich habe dann der Kirche hier einen Friedhof spendiert. So ein paar Grabsteine hier hingestellt, ein paar Bäume dazu und ja, so ein paar Pflänzchen. Können wir uns auch vielleicht mal im Detail angucken. Moment. Nehmen wir mal dazu das Kameratool. Vielleicht jetzt nicht mit der 400 mm Brennweite, aber dann mal 35. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. 85 ist gut. Genau. Also ich hier auf jeden Fall viel mit der Gräsertextur gearbeitet, mit den verschiedenen, die es da so gibt. Ja, ich fand es eigentlich gar nicht mal so unpassend. Und hier vorne bei der Moschee springen wir mal rüber. Habe ich das Ganze auch ein bisschen ausgestaltet hier mit diesen Pflanzen, die es hier gibt. Mit diesen wunderschönen Blumen. Hier an der Seite haben wir dann ein paar Blumenfelder. Hier noch so eine Reihe Bäume. Ja, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Aussicht. Eigentlich sind das hier zwei Assets, also hier einmal und da einmal. Ich wollte allerdings die Moscheen etwas größer haben, damit die halbwegs in etwa auf gleicher, ja, in gleicher Ausdehnung sind.
Und dann habe ich halt einfach zwischen diesen beiden Assets habe ich hier diese Mauern hingestellt, in etwa in einer passenden Farbe. Und so sieht das jetzt praktisch aus, als sei das ein Gebäude, statt dass es zwei einzelne sind. Man sieht doch, die sind eigentlich hier abgetrennt durch so einen Zaun. Wenn man hier mal reinspringt, dann sieht man auch noch den Zaun. Aber ich dachte mir, ja, das kann man so machen. Warum auch nicht? Also, wenn man aus der Ferne sich das Ganze wieder hier anguckt, kann auch das Spiel laufen lassen. So ein paar Personenmagnete muss ich auch noch hierhin verteilen. Kommt aber noch. So, das habe ich im Off gemacht. Dann würde ich jetzt sagen, kümmern wir uns mal um London. Hallo, London. Habe ich hier noch irgendwas gemacht? Ach so, ja, oh, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wir haben die Winkelgasse. Wir können ja mal mit diesem Kollegen mitlaufen. Ich habe ja auch ziemlich viele von diesen bunt angezogenen Personen verteilt, weil, naja, gut, in der Magierwelt ist alles immer so ein bisschen ulkig, ne? Habe hier auch diese Mittelalterhäuser einfach hingestellt. Weil ich mir dachte, dass das eigentlich gar nicht mal so unpassend ist. Hier haben wir noch den tropfenden Kessel. Ja, und hier habe ich praktisch so eine Mauer hingestellt, weil ja die Winkelgasse so ein bisschen versteckt ist und man ja gegen diese Mauer klopfen muss. Und von der anderen Seite sieht das keiner. Hier vorne ist der tropfende Kessel. Nein, da ist der tropfende Kessel. Wie auch immer. So, und dann habe ich hier noch drumherum so eine Mauer gezogen und hier noch so ein paar von diesen bunten Bäumen hingestellt, damit auch die anderen Menschen da nichts sehen. Und der Bereich wird dann auch noch irgendwie noch zugemacht und geschlossen. Hier drunter liegen Kollisionsplatten, damit auch die Stadt hier nicht auf die Idee kommt, irgendwas hinzubauen. Ja. Genau, so sieht das aus. Meine Winkelgasse direkt gegenüber von King's Cross. Man mag es kaum glauben. So viel dazu. Danke Wolfgang Meier, dass wir mit ihm mitlaufen durften. Wir planieren uns jetzt erstmal hier ein bisschen was ein. Würde sagen, so ungefähr, ja, hier so. Wie gesagt, ich wollte das nicht direkt gegenüber von Westminster Abbey machen. Die sind ja in Realität sind Westminster Abbey und King's Cross ein paar Kilometer voneinander entfernt. Haben wir eigentlich. Oh, ich bin gerade auf eine andere Idee noch kurz gekommen. Wir haben ja hier diese Assets, mit denen man ein Festival praktisch nachbauen kann. Und da ist in diesem Paket, wenn ich mich recht erinnere, auch ein Riesenrad mit drin. Das ist zwar nicht London Eye, aber auf unserer Karte ist es das schon. Oder? Hier auch nicht. Nee. Nope. Achso, hier auch eine neue Mod mit Fachwerkhäusern. Finde ich eigentlich ganz schön. Die Bäckerei, Metzgerei hat was. Na, wo sind sie denn? Da sind sie. So. Dekorative Assets. Das sind nur Lampen. Sound Control, Video Party Stage, nein. Dekoration, nee. Hier dann bestimmt. Big Wheel, yes. Nehmen wir mal eine Straße. Und zwar eine, wo die KI nicht bauen darf, nämlich hier.
Eieiei, liegen hier noch Kollisionsplatten? Hier liegt noch eine Kollisionsplatte. Kann ich die wegmachen? Was passiert dann? Wie groß ist die? Hm. Ich glaube, die endet die hier? Oder geht die hier rein? Ne, die endet hier, ne? Nehmen wir die einfach mal weg. Ah. Gott, hat mich das erschreckt. Pausiere mal das Spiel, sonst wird hier mir zu viel rumgeläutet. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Feature, dass es das gibt, definitiv. So, jetzt aber die Straße. Jawohl. Warum klappst du jetzt nicht? Liegt hier auch eine Kollisionsplatte? Als ob. Hm? Tatsache. Ja, das ist halt das Doofe an den Kollisionsplatten. Man sieht die halt nicht mehr, ne? So, und der vierte Versuch jetzt, glaube ich, mit der Straße. Jawohl. Vielleicht noch eine Kurve. So, nicht schlecht. Na, das sieht auch ziemlich schlecht aus. Okay, ich wollte jetzt hier gar nicht weiter dekorativ hin und her. Ich wollte einfach nur dieses Asset hier einfach schon mal platzieren. Ich würde sagen, hier hin. Was haben wir noch? Zeltplatz, Scheinwerfer, Bierwagen, Zelt. Ja, nehmen wir mal das Zelt als eine Art Eingangsbereich. Okay, noch ein Kran. Nö. Was ich noch eben machen möchte, ist die Straße hier vorne auch entsprechend aufwerten, weil mit dieser Straße, die wir gerade hier ausgewählt haben, darf die KI nicht ranbauen, also keine Häuser ranbauen. Deshalb, also ich glaube kaum, dass die jetzt ihre Häuser da abreißen werden, aber wie auch immer, den Rest mache ich später. So, jetzt haben wir schon mal unser sehr, sehr kleines London Eye. Aber das passt. Moment mal, London Eye ist gar nicht auf der gleichen Seite wie Westminster Abbey, ne? Oder? Ich überlege mal ganz kurz. Nee, London Eye ist auf der anderen Uferseite. London Eye wäre theoretisch wenn das der Big Ben ist, wäre London Eye hier vorne. Aber es ist mir zu weit weg vom Bahnhof. Unser London Eye steht halt hier. Okay, so. Kümmern wir uns mal darum, was wir eigentlich machen wollten. Also, ich gucke mir mal ganz kurz die Assets an. Was ist das? Waterloo Barracks. Gehört das mit dazu zu dem Paket? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber ich werde es trotzdem hinbauen.
Wall, Gate, Angel Wall, End Wall, Moon Tower, Corner Wall. Das Ganze können wir größer und kleiner machen. So, hier ist der Tower an und für sich. Der kommt halt zentral hin. Jetzt habe ich hier nebenbei ein paar Fotos davon offen. Und gucken wir mal ganz kurz an, wie dieser Tower richtig rum platziert wird. Also zum Wasser hin. Zum Wasser hin ist, kommt die Treppe. Also wir haben da links eine Treppe. Haben wir noch eine? Ja, wir haben da noch mehr Treppen. Aber zwei Treppen. Auf dem Foto, das ich gerade offen habe, ist zum Wasser hin das Ding mit einer Treppe. Also ungefähr... Ja, hier so. Ach, tatsächlich, das passt, glaube ich, ganz gut. Ja, okay. Dann haben wir jetzt hier, jetzt müssen wir uns praktisch das Ganze hier selbst zusammenbauen, ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich ein besseres Foto finde, wie man das ganz gut aufbauen kann. Okay. Also wir haben hier ganz normale Walls und hier haben wir Gates. Also dieses Gate kommt in etwa hier hin, zumindest jetzt bei uns auf der Karte. Und dieses Gebäude, das eigentlich gar nicht hier dazugehört, packen wir mal. Ja, wobei. Ja, wir machen das anders. Gut, ich werde es nicht 1:1 nachbauen. Aber nehmen wir das hier praktisch als so eine Art Frontgebäude. Und dann gehen wir wieder hier hin und nehmen uns mal Walls. Können wir die an einem Gleis ansnappen lassen? Nee, können wir leider nicht. Dann machen wir es wie folgt. So, ich glaube, das passt von der Drehung her. Ja. Gut, es muss jetzt nicht auf die Millimeter genau stimmen. Sollen jetzt vielleicht keine gröberen Löcher und so drin sein, aber ansonsten passt das so. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Module. Dann nehmen wir einmal dich hier. Zack. Nehmen dann hier einen Tower. Wie sieht er aus, wenn wir ihn drehen? Ah ja. Okay, die Frage ist, kommt das Tor nach innen oder nach außen? Nach innen vermutlich, oder? Ich meine, wenn man mal überlegt, so verteidigungsmäßig, ja wobei, das war ja keine Festung der Verteidigung, ne? Aber so, ja, es müsste schon eigentlich außen sein. So, dann nehmen wir wieder hier den hier. Zack. Ich
sagen, hier kommt dann einmal eine Wall hin. Dann möchte ich hier mal ein Gate haben. Und dann kommt wieder eine Wall. Wir brauchen noch ein paar Walls. Wobei, ich glaube, ich werde den Tower ein bisschen weiter Richtung Zentrum versetzen. Und ich werde ihn ein wenig anheben. So. Passt er von der Drehung her? Nein. So wollte ich dich haben. Okay, dann würde ich sagen, kommt einmal noch eine Mauer hier hin. Und jetzt ein Angel Wall oder Angle? Angle heißt das doch, glaube ich, nicht Angel. Angel. Ein Tower. Noch ein Angle Wall. So muss es richtig sein. So. Eine Mauer, zwei Mauern, drei Mauern. Was ist eigentlich eine Corner Wall? Aha, das gibt's auch noch. Okay. Dann würde ich sagen, kommt hier noch ein Gate hin. Was passiert, wenn wir das... Okay, dann wird das auch höher. Schade. Ich dachte, wenn wir das vielleicht hochskalieren, dann wird das Ganze nur breiter. Dann müssten wir nicht so viele Einzelmodule hier hinpappen, aber das ist dann wohl so. So, hier packen wir mal einen Corner Wall hin. Ein Gate. Wall. So, wie sieht's aus? Ja. Einer auf jeden Fall noch. Dann packe ich hier einen Tower hin. Dann jeweils einfach noch mal ein Mauerstück. Zack. Und zack. So.
Aha, so haben wir praktisch unseren Tower of London. Ja, gut. Ihr seht es, glaube ich, selbst schon von der Symmetrie her. Welche Seite steht denn nach außen? Ah, nehmen wir die hier. So, und dann würde ich sagen, zack. Und dann bräuchten wir noch ein paar Walls, bitte. Jawollek, das passt ganz gut eigentlich, würde ich behaupten. Ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal eine Straße. Und zwar einen Fußweg. Nämlich von hier ausgehend. Zack, so. Und dann möchte ich Folgendes machen. Früher stand nämlich der Tower of London umgeben von Wasser. So, damit die nämlich die ganzen Gefangenen, selbst wenn die hier ausbrechen sollten, nicht allzu weit kommen. Aber bei dieses kleine Flüsschen. Egal, passt so. Die Frage ist, schaffen wir hier noch eine Brücke drüber zu ziehen? Ich glaube nicht. M vielleicht? Eine Brücke noch vielleicht auswählen. Eine Holzbrücke haben wir leider immer noch nicht. Ah, gekauft. Schiffbar muss das ja nicht sein. Hier wird definitiv kein Schiff drumherum fahren. Genau, so machen wir das. Und dann hätte ich gerne hier noch eine Stadtstraße. Egal, so, das passt soweit. Genau, also liebe Stadt, ihr könnt euch gerne in diese Richtung hier ausbreiten, auch wenn das hier eine ziemliche Achterbahnpiste ist. Aber unser Tower of London steht. Das Ganze werde ich dann hier im Off ein bisschen bemalen, ausdekorieren.
gucken, dass ich hier noch Personenmagnete verteile, dass auch die Leute hier hinkommen. Deshalb habe ich die Straße auch hier reingezogen. Was ich mich gerade frage ist, wenn wir diese kleine Straße hier nehmen und sagen wir mal 1, 2, 3. Nee. 4. Nee, das ist zu hoch. Wenn wir in kleineren Schritten hochgehen. Das. Hä? Warum klappt das denn hier, aber nicht hier? Kann mir das jemand erklären? So, ich frage mich nämlich, ob wir es nicht irgendwie schaffen, dass auch Personen hier langlaufen. Die Frage ist, auf welcher Höhe befinden wir uns? Ah, ich glaube, das ist noch etwas zu niedrig. Gehen wir noch einen hoch. Einen kleinen Punkt, nicht einen großen Punkt. Warum klappt das hier nicht? Wo ist der Punkt, wo wir zu hoch sind? Hier. Wenn wir, können wir eine andere Straße nehmen? Was ist, wenn wir die hier nehmen? Die weniger breite vielleicht. Ich sagte die weniger breite. Die hier, die müsste doch perfekt passen. So. Nee, könntest du bitte nicht aufschütten? Ich verstehe es nicht. Warum klappt das denn? Manchmal und manchmal nicht. Na, jetzt sind wir zu tief. Naja, ich denke mir was im Off aus, wie man das machen kann. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet bei der Folge und ihr beim nächsten Mal wieder damit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.